wie kann ich kreativ sein? Und die haben herausgefunden, du musst den Kopf frei haben, sonst kannst du nicht kreativ sein. Und das Krasse ist, ich habe mich vorhin mit Clemens unterhalten in der Pause. Ich habe danach mal eine Podcast-Folge gehört von dem Gründer von Nightwash. Und der hat analysiert mit seinem Team, wie kann ich kreativ sein? Und die haben herausgefunden, du musst den Kopf frei haben, sonst kannst du nicht kreativ sein. Da habe ich gesagt, die Idee mit Video Du kam ja auf dem Sofa. Die kam nicht beim Hasseln, beim Machen, die kam bei der Entspannung auf dem Sofa. Da kam die Idee mit Video Du. Und das Krasse war, was er auch gesagt hat, nur entspannen geht auch nicht. Weil da passiert nichts. Du musst vorher Input reinbringen, damit du hinterher kreativ werden kannst. Habt ihr das verstanden? Erst Input, erst den Salzspeuer voll machen und dann entspannen und dann werdet ihr kreativ. Eine Sache möchte ich noch kurz erzählen und zwar, es gibt so coole Sprüche, die kann man sich so aneignen. Und zwar den coolsten Spruch, den ich je gehört habe, ist, wenn du nach 10 Jahren immer noch das Gleiche machst wie jetzt, kannst du davon ausgehen, dass du es falsch machst. Und das stimmt. Alleine schon bei dieser ganzen Videogeschichte, es wird sich alles ändern. Es geht immer schneller voran, es wird sich alles ändern. Das, was ihr jetzt heute mitnimmt, zählt nicht in 10 Jahren. Das ist Quatsch, das könnt ihr vergessen. Darum, glaubt mir, bleibt am Ball, bildet euch weiter, bleibt immer am Ball und macht und macht und macht und macht.